Der Wettbewerb zwischen ExpressVPN, NordVPN und Surfshark ist ziemlich heftig, aber sind alle von Ihnen als Anbieter vertrauenswürdig? Welche VPNs sind deine Zeit wert und von welchen solltest du besser die Finger lassen? ExpressVPN gegen NordVPN gegen Surfshark. Sich für einen dieser drei VPNs zu entscheiden, kann eine Herausforderung sein. Dennoch würde ich sie nicht alle als die besten empfehlen. Was ist also besser für was? Diese VPN-Anbieter sind ziemlich beliebt, also habe ich sie auf der Suche nach dem besten VPN-Dienst 2023 genau unter die Lupe genommen. Ich habe die VPN-Sicherheit, die Geschwindigkeit, den Funktionsumfang, den Streaming- und Torrent-Zugang und sogar die App-Kompatibilität aus Sicht der Nutzer getestet. Ich habe die Dinge überprüft, die ihr täglich braucht und geschaut, ob diese Anbieter bequem zu nutzen sind. Und wenn du dir eines dieser VPNs zulegen möchtest, schau in der Beschreibung nach, ob eine spezielle Rabattaktion für dich passt. Das erste, das ich in diesem Testbericht über die besten VPNs ansprechen möchte, sind die Benutzeroberflächen. Es gibt nette kleine Details bei jeder VPN-App. Wie die Kartenoberfläche von NordVPN, die gefällt mir. Damit kann ich meine Verbindungen visuell verfolgen. Das ist zweifelsohne meine Lieblings-App für den täglichen Gebrauch. Aber auch die Kompaktheit von Surfshark ist ein wichtiger Punkt für mich. Alle Tasten, die ich brauche, befinden sich auf dem Hauptbildschirm, hier oder dort. Sogar das Einstellungsmenü ist mit einem Klick erreichbar, sehr praktisch. Das neue Design von ExpressVPN ist nicht mein Favorit, aber es ist sauber, übersichtlich und auf den Punkt gebracht. Mein einziges Problem ist, dass ich mich durch das Einstellungsmenü wühlen muss, um einige tiefergehende Funktionen wie spezielle Server zu finden. Aber wenn du das nicht brauchst, ExpressVPN ist extrem einfach, sogar für Anfänger. Aber werfen wir einen Blick über die Benutzeroberfläche hinaus auf die Datenschutzaspekte, die jeder der besten VPNs 2023 Kandidaten verspricht. Ich fange mit dem Elefanten im Raum an, Übernahmen, also Aufkäufe. Es ist schon über ein Jahr her, dass ExpressVPN von Cape übernommen wurde. Dieses Unternehmen war früher an der Produktion von Malware und Adware beteiligt. Aber seit der Umbenennung von CrossRider in Cape Technologies hat es die VPN-Branche aggressiv monopolisiert. Das ist ein Hauptgrund, warum ich ExpressVPN nicht mehr als erste Wahl für die meisten Nutzer empfehle. Was ist mit ExpressVPN gegen Surfshark? Letzteres hat sich inzwischen mit NordVPN zusammengeschlossen. Für mich ist das weniger ein Problem, da es sich um eine Fusion zwischen sicherheitsorientierten Unternehmen handelt. Im Fall von ExpressVPN ist mir allerdings etwas mulmig zumute, wenn ein Unternehmen, das mit Malware in Verbindung gebracht wird, versucht, in die Cybersicherheit einzusteigen. Abgesehen davon hat sich ExpressVPN seit der Übernahme von seiner besten Seite gezeigt. Es wurde ein neues Bug-Bounty-Programm ausgeschrieben, die No-Logs-Politik ist nach wie vor solide und die Rechtsprechung der britischen Jungferninseln lässt keinen Raum für die Weitergabe von Daten. Das gleiche kann ich über NordVPN sagen. Es hat eine datenschutzfreundliche Gerichtsbarkeit in Panama und eine geprüfte No-Logs-Politik. Auf diese Weise bleiben deine Surfaktivitäten, Anmeldedaten und andere sensible Daten privat. Aber wenn du NordVPN mit Surfshark vergleichst, könnte die niederländische Gerichtsbarkeit von Surfshark für manche ein Problem darstellen. Das stört mich nicht sonderlich, denn ihre gesamte Architektur bedeutet, dass sie keine Nutzerdaten speichern und die No-Logs-Politik ist ein schöner Abschluss. Außerdem haben alle diese VPNs reine RAM-Server, die keine Nutzerdaten speichern können. Diese Hingabe an die Privatsphäre ist etwas, auf das ich mich bei den besten VPNs 2023 freue. Behalte also im Hinterkopf, dass du einige dieser VPNs mit einem tollen Rabatt bekommen kannst. Die Links sind in der Beschreibung unten. Nachdem wir nun die Datenschutzaspekte behandelt haben, wollen wir sehen, wie ExpressVPN gegen NordVPN gegen Surfshark in Sachen Sicherheit abschneidet. VPNs verschlüsseln deine Verbindung standardmäßig, aber die Methode, die sie dafür verwenden, ist unterschiedlich. WireGuard von Surfshark, Nordlinks von NordVPN und Lightway von ExpressVPN verwenden alle denselben Verschlüsselungsalgorithmus. Zufälligerweise ist das die sicherste Verschlüsselung, die es derzeit gibt, also bin ich damit zufrieden. Wenn du allerdings nach bestimmten Sicherheitsfunktionen suchst, ist das eine ganz andere Sache.
Wenn du zum Beispiel NordVPN mit ExpressVPN vergleichst, hat ExpressVPN kaum weitere Funktionen, außer Split-Tunneling und dem Threat Manager. Beim Testen habe ich festgestellt, dass NordVPN unzählige weitere Sicherheitsfunktionen und außerdem insgesamt die meisten von den drei Anbietern hat. Zu diesen Funktionen gehören Malware und Werbeblocker und eine Vielzahl von Servern für verschiedene Szenarien. Von der Erhöhung deiner Sicherheit bis hin zur Bekämpfung der Zensur. Surfshark bietet ebenfalls einen Malware- und Werbeblocker sowie einige ähnliche Funktionen wie NordVPN. Wenn es dir nichts ausmacht, ein bisschen mehr zu bezahlen, kannst du auch einen integrierten Virenschutz dazu bekommen. Es ist gut, auf fortschrittlichere Sicherheit zu vertrauen. Aber damit dieser Test der besten VPNs vollständig ist, musste ich auch die Leistung untersuchen. Ich muss sagen, dass der Vergleich der Geschwindigkeiten von NordVPN, ExpressVPN und Surfshark ein echter Knaller war. Anhand meiner Basisgeschwindigkeit von 400 Mbit pro Sekunde kannst du sehen, welche Leistung ich mit diesen Top-VPNs erhalte. NordVPN ist hier solider Spitzenreiter, aber Surfshark ist ihm dicht auf den Fersen. Diese Ergebnisse sind das, was ich von den besten VPN-Diensten erwarte. Diesmal erwies sich ExpressVPN als deutlich langsamer, aber das ist mit Vorsicht zu genießen. Der 14-Tage-Durchschnitt von ExpressVPN ist normalerweise viel besser als das. Das macht Sinn, da ExpressVPN auf 10 GB Server aufrüstet. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum du die Anzahl der Server auf der Website nicht mehr sehen kannst, sondern nur, dass sie 94 Länder abdecken. Surfshark und NordVPN hingegen zeigen immer noch die Anzahl ihrer Server und die verfügbaren Länder an. Wie du dir denken kannst, wird es ein bisschen komplizierter, wenn du nach dem besten VPN für Streaming suchst. Versteh mich nicht falsch, alle drei Anbieter sind genauso gut im Zugriff auf Netflix, BBC iPlayer und sogar auf geografisch eingeschränkte YouTube-Inhalte. Ich hatte keine Probleme, auf diese Art von Inhalten zuzugreifen, bis ich Disney+, Hulu und DAZN ausprobiert habe. Diese Plattformen sind schwieriger zu erreichen. ExpressVPN und Surfshark boten mir hier keine zuverlässige Verbindung, im Gegensatz zu NordVPN, das ohne Probleme auf diese Plattformen zugriff. Auf der anderen Seite ist Surfshark für Disney Plus Hotstar viel besser, da es funktionierende indische Server hat. Wir sind fertig mit dem Streaming, aber was ist eigentlich das beste VPN für Torrenting? In dieser Hinsicht scheinen diese VPNs auf den ersten Blick identisch zu sein. Sie haben allesamt gute Geschwindigkeiten und Split-Tunneling, um nur bestimmte Apps durch dein VPN umzuleiten. Das ist praktisch, wenn du vorhast, gleichzeitig zu torrenten und zu arbeiten. Der einzige Unterschied sind die Server. Während ExpressVPN und Surfshark P2P auf allen Servern zulassen, hat NordVPN P2P-optimierte Server und Torrenting ist nur auf diesen möglich. Das schränkt meine Auswahl ein wenig ein und ich kann nicht sagen, dass ich ein Fan dieser Infrastruktur bin. Ich bin immer ein Fan von Kompatibilitätsoptionen, die diese Anbieter haben. Alle drei haben Apps für wichtige Plattformen, Browser-Erweiterungen und sogar Smart-TV-Unterstützung. In der Tat gehören sie dank spezieller Apps zu den besten VPNs für Android-Smart-TVs. Allerdings gibt es Gerätebeschränkungen. Das Konto von ExpressVPN kann nur auf bis zu 5 Geräten gleichzeitig aktiv sein. NordVPN hat ein Limit von 6 Geräten pro Konto und Surfshark hat überhaupt kein Limit, was auf dem VPN-Markt sehr selten ist. Was die Unterschiede zwischen den Plattformen angeht, so haben alle drei VPNs Probleme mit iOS. Es gibt kein Split-Tunneling. Dieser kleine Nachteil ändert aber nichts an der Tatsache, dass sie zu den besten VPNs fürs iPhone gehören. Nachdem du das alles gehört hast, fragst du dich vielleicht, wie viel kosten diese VPNs? Nun, ich persönlich finde, dass Surfshark das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Schließlich ist es das billigste unter den Anbietern und du musst nur ein Abonnement abschließen, das du mit deiner Familie teilen kannst. Außerdem gibt es eine 7-tägige Testversion für Mac, Android und iOS. NordVPN folgt mit einem höheren Preis, aber wenn du bedenkst, dass es auch mehr Funktionen hat, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis angemessen. Auch hier gibt es eine kostenlose Testversion, allerdings nur für Android. Natürlich kannst du es nach der Ersteinrichtung auch auf jedem anderen Gerät nutzen. ExpressVPN ist das einzige VPN hier, bei dem Preis und Leistung nicht übereinstimmen. Es ist zwar gut, aber es hat so wenige Funktionen, dass es schwer ist, den Preis zu rechtfertigen. Wenigstens haben alle drei eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie und das ist doch schon mal was. Wir haben in diesem VPN-Vergleich eine Menge Dinge erwähnt, aber ich glaube, dass jeder dieser Top-VPN-Anbieter seine Vorzüge hat. Wegen der ganzen Cape-Kontroverse kann ich ExpressVPN zum Beispiel nicht für deine Privatsphäre empfehlen. Außerdem ist es im Vergleich zu anderen Anbietern sehr viel teurer. Aber wenn dich das Preisschild nicht stört und du ein gutes Streaming-VPN brauchst, ist es eine gute Wahl.
NordVPN ist meiner Meinung nach viel sicherer, weil es dich an mehreren Fronten schützt und gleichzeitig ein zuverlässiges und schnelles VPN für Streaming oder Torrenting ist. Surfshark ist einer meiner Lieblingsanbieter, der sowohl für Streaming als auch für Sicherheit geeignet ist. Vor allem, weil du von diesem Anbieter auch ein Antivirenprogramm bekommst. Außerdem gibt es unbegrenzte Verbindungen und viele neue Entwicklungen, die im Jahr 2023 anstehen. Allein durch Surfshark Nexus wird sich Surfshark noch mehr abheben. Wie auch immer, wenn du ein VPN mit einem exklusiven Rabatt haben möchtest, schau dir den Link in der Beschreibung unten an. Ich hoffe, dieser Test zu den besten VPN-Diensten 2023 war hilfreich und ich bin mir sicher, dass wir uns bald wiedersehen. Mein Name ist Moritz, vielen Dank fürs Zuschauen.